Und hier sind wir auch wieder bei Shadowhearts. Es darf wieder nach Prag gehen. Aha, willkommen zu Hause. Ich bin froh, dass ihr wieder gesund und munter zurückgekommen seid. Sehr schön. Der Lappen pennt auch wieder. Und tatsächlich habe ich auf meiner Reise zurück genügend Lichtpunkte gesammelt. Weswegen wir uns jetzt natürlich halt mit der Lichtsache halt einmal beschäftigen werden. Und einfach nur, damit ich halt entsprechend alle Geister auch mal so in Aktion halt zeige, werde ich nämlich jedes Fusionsmonster der niedrigen Stufe halt gegen das der mittleren halt verwenden. Und das bedeutet, dass ich halt auch den Abwehrball und alles halt aktivieren werde. Und den Exorzierfall. Den haben wir zwar schon vom Gegner gesehen, aber bisher noch nicht von uns. Ältesten Zeichen, das müsste eigentlich der Schild sein. Genau. Der kann alle heilen, sehe ich gerade. Anmut, das müsste eigentlich Exorzierfall sein. Nee, das ist Heilung. Okay. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich halt bei dem letzten Bosskampf, den ich halt versucht hatte, da hatte ich nämlich nicht die Seele der dritten Stufe von Licht, sondern die zweite nur. Ein Gefühl der Reue erfüllt dein Herz. Du besitzt nun die Seele des Baldo. Und Baldo hatte ich nämlich halt verwendet gehabt, das weiß ich. So, Seele. Da haben wir es. Nova ist der Zauber, okay. Wir werden wieder Bulle halt einsetzen. Oder gelten die Statuswerte nur, wenn man sich damit fusioniert hat? Das könnte natürlich auch sein. Das würde bedeuten... Ich glaube, das ist tatsächlich nur, wenn wir halt uns damit fusionieren. Dann würde ich tatsächlich nämlich... Baldo reinsetzen. Oh, du bist also Alice. Ich
bin froh, dass sie sie gefunden hat. Sie sollten ihrer Freundin nicht so einen Schrecken einjagen. Hallo da drüben, Alice, Chuchen. Sieht so aus, als ob ihr Gesellschaft bekommen hättet. Ich habe eine Nachricht von Margarete für dich. Eine Nachricht? Ich dachte, sie würde hier warten, bis sie wieder zurück sind. Fuhr dann aber in großer Eile ab. Sie sagte, dass sie sich mit ihnen in Rouen treffen will, nördlich von Paris. Rouen? Was ist los? Warum diese plötzliche Aufregung? Rouen ist der Ort, wo mein Vater gegen Bacon kämpfte und starb. So, aber warum hat Margarete das getan? Es ist eine ganze Weile her, dass sie alleine losgezogen ist, um den Schinken ausfindig zu machen. Vielleicht heißt das, dass sie jetzt endlich eine Spur hat. Verstehe. Er hat also auch, nachdem ich von dem Biest in Shanghai verschluckt wurde, fest weitergearbeitet. Ich bin sicher, dass Bacon irgendwo in Europa ist. Entweder England oder Rouen. Margarete sucht nach ihm, bisher aber ohne Erfolg. Wenn man bedenkt, wer uns provoziert hat, ihn zu verfolgen, muss er einen noch übleren Plan ausgeheckt haben als Theoi. Wir müssen ihn finden. Wir haben jetzt 6 Monate lang nichts von ihm gehört. Hey, warum diese Miene? Ihr seid gesund zurück, das sollte gefeiert werden. Zeit für eine Party. Und du, Schnuckelchen, du kommst mal kurz mit. Boah, bist du ja betrunken. Wer ich? Ach was. Meine Güte. Roher Bacon. Habe ich richtig gehört, dass ein weiteres Mitglied eures Trupps in Frankreich auf euch wartet? Ja, bitte. Freund. Wo ist denn dieses Frankreich überhaupt? Weit weg? Von hier ist das... Mal sehen. Tja, der hat doch nichts gesoffen, oder? Na kommt, entweder ihr wisst's oder nicht. Natürlich weiß ich das. Was glaubst du denn, was ich auf der langen Bootsfahrt von China gemacht habe? Ich habe viel gelernt. Das habe ich gemacht. Wie dem auch sei. Sehen wir mal. Na, Alterchen, ihr seid doch ein echtes Landei. Ach, halt die Klappe. Du redest wohl von dir selbst. Wir könnten in weniger als einem Monat dort sein. Bestimmt nimmt uns jemand zwischendurch ein Stück mit. Ja? Worauf warten wir dann? Du hast recht. Was meinst du, Alice? Ja, bitte. Warum bitte? In diesem Fall sollten wir uns nochmal ordentlich den Magen vorschlagen, bevor wir aufbrechen. Sag mal, was ist denn mit Julia los? Sie ist seit Ewigkeiten im Bad. Sie ist wahrscheinlich umgekippt. Die war doch völlig betrunken. Ich sehe nach ihr. Daher, komm du mit mir. Ja, der Wein schmeckt sogar noch besser als vorher. Jetzt sind 2 hübsche Männer in der Gruppe. Gibt
es irgendetwas, was ich haben wollen würde? Ja, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Rabatt auf die Dinge haben. Das war knapp. Sehr schön. Yuria, alles in Ordnung mit dir? Yuria, bist du hier drin? Das ist äußerst seltsam. Wo kann sie nur sein? Da ist nichts verkehrt mit diesem Spiegel. Hier jetzt immer noch niemand drin. Was geht hier nur vor? Wie es dort aussieht, genauso wie vor 200 Jahren. Entschuldige, Alice. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit geht Yuria auf diese komischen Sauftouren. Könnten Sie nicht nachsehen, ob sie auf der Toilette eingeschlafen ist? Aber sie ist gar nicht auf der Toilette. Was zum... Hihihihi. Wer... Hässlich. Es ist fort. War das Gaukelei? Deine Tricks sind bei mir wirkungslos. Ich bin irgendwie alt geworden. Ich glaub's aber nicht. Das bin nicht ich. Du bist derjenige, der Terry ermordet hat. Hihihihi, stimmt auf ganz auf Wunsch des Bürgermeisters. Was für eine bezaubernde junge Dame du bist. Herrlich ist es, deine Gestalt anzunehmen, wenn dein Körper mir gehören würde. Hihihihi. Machen wir erstmal ein gesegnetes Licht in your face, wollte ich eigentlich sagen. Aber nein, wir machen einen eisigen Atem, der halt sicherlich 150 Damage macht und ich bin sofort insta-dead. Oh, es geht. Wir machen aber dennoch eine Heilung.
Ach ja. Ach, da, da. Ich entschuldige mich dafür, dass ich halt voll ins Mikrofon gehe. Ne? Ich meine, das Schlimmste ist auch noch, ihr seht es ja auch noch. Ja, ich würde sagen, das macht Damage. Nova? Ja, das kannst du meinetwegen ganz gerne noch ein paar Mal machen. So geil. Nächste Runde auf jeden Fall heilen. Are you fucking kidding me? Ich habe da übrigens meines Wissens noch einen Mückenstich. Ja, ich mag Mücken nicht. Was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, bis auf das... Ich weiß gerade gar nicht. Kann sie... Ich glaube, sie schlägt sich dabei nie selbst. Sie schlägt nur halt wild um sich herum. Aber hey, wir haben wenigstens Mönchohrringe gekriegt. Nicht schlecht. Wusste ich doch, dass du eine erstklassige Exorzistin bist. Du darfst vorerst gehen. Pass nächstes Mal besser auf. Ich hätte dich in meiner Gewalt von dem Moment an, wo du das Bad betreten hast. Was ist alles? Ihr! Du bist also zurück vom Friedhof der Geister, eh? Ich bin sicher, Lord Barkon wird stolz auf dich sein. Ich bin die geheimnisvolle Olga. Präg dir meinen Namen ein und mein Gesicht, denn du wirst es seit nie wieder so hübsch sehen, nachdem du mit mir fertig bist. Wir werden uns wiedersehen. Hihi. Haben wir Yuria jetzt plattgehauen? Geheimnisfolge Olga. Eine neue Gegnerin? Das ist also mit dir passiert? Was für ein Glück, dass du es unbeschadet überstanden hast. Aber dein Kerl gebührt Achtung dafür, wie er die Falle gestellt hat. Ohne dass es jemand bemerkt hat. Außerdem wissen wir jetzt, dass er irgendwie mit
Bacon. Bacon. Keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht. Hab ich. Ich glaube, ich habe ihn Roger Bacon, Roger Schinken sagen lassen. Hehehe. Es wird wieder interessant. Ich freue mich jetzt schon richtig auf Frankreich. Ja, wir werden die Gruppe so lassen. Oh, Yuria lebt noch. Oh je, bin ich auf der Toilette eingeschlafen? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann wollen wir mal nach Rowan hin. Ich wusste, du würdest hier sein. Ah, da bist du wieder. Wie ist das gelaufen? Eine Schande. Ich konnte nicht mit dem Mittel zurückkommen. Keine Sorge. Wir haben ja erst begonnen. Wir haben noch reichlich Zeit, sie zu finden. Oh ja, dieser Harmonixer-Typ ist wohl wieder er selbst und ist wieder zu der Gruppe gestoßen. Ich konnte nicht sehen, wie tief das Mädchen in die Seele des Mannes eingetaucht war, doch sie brachte ihn vom Grab des Geistes zurück. Der Junge sieht unscheinbar aus, aber er kann ganz schön Ärger machen. Wir müssen ihn uns bald vom Hals schaffen. Lord Bacon, ihr werdet doch keine Angst vor einem kleinen Jungen haben. Nun, ich bin mir da nicht so sicher. Das Problem ist, dass die Seele des seraphischen Glanzes tief in sein Inneren versiegelt bleibt. Glücklicherweise ist er sich seiner wahren Kraft noch nicht bewusst. Noch nicht. Aber wenn das geschieht, wird er ein mächtiger Gegner. Der seraphische Glanz? Ein uralter Gott, der einen alten Mann in Shanghai heraufbeschworen hat. Einer der Schutzgötter dieses Planeten. Kein normaler Mensch sollte in der Lage sein, diesen Gott zu unterwerfen. Und doch hat er es geschafft. Was für eine Kraft beschützt ihn? Das möchte ich wirklich wissen. Mein Ziel ist es übrigens, den seraphischen Glanz auch halt irgendwann mal in Aktion zu sehen. Lord Bacon, sie hat doch noch nicht aufgegeben, oder? Sie stirbt uns noch, wenn sie so weiter gequält. Ich denke, ihr solltet die Inquisitoren warnen. Keine Sorge, sie ist nicht die Art von Hexe, die bei dieser Art von Folter klein beigibt. Sie hat eher die Oberhand. Sie spielt nur mit den Inquisitoren, die die Peitsche schwingen. Es ist eine SM-Bitch. Ach du Heilige. Die schlägt auf Schläge, ja. Die steht auf Schläge. Wie wäre es mit einer Tasse Tee im Nebenzimmer? Ich glaube, ich hole mir danach Kaffee. Das ist also Rauen. Sieht ganz nett aus für eine kleine Stadt. Ob Margarete schon da ist, versuchen wir es im Gasthaus. Was ist los, Alice? Hm? Ach, nichts. Mein Mann und ich haben nun endlich eine ehrliche Arbeit. Aber ich frage mich, wie lange noch?
Sie gehen in die Kirche? Naja, ein starker Glaube kann Berge versetzen. Nun, Junge, Pater Doll, Oberhirte, die zur Kirche, versichert und krank am Herzen. Er hat sich eingeschlossen und zeigt sich niemanden. Sogar die Kirche ist abgeschlossen. Gibt es hier irgendwas für einen armen Schlucker? Und da haben wir wieder ein Lotterielos. Ich habe sie noch nie zuvor nun gesehen. Was machen Sie eine Reise? Nein, ich bin Türvertreter. Ich verkaufe Türen und trete sie ein. Guten Abend und herzlich willkommen. Entschuldigen Sie, wir suchen nach einer Dame namens Margarete. Hat sie hier ein Zimmer? Frau Margarete, einen Moment bitte. Ja, sie hat hier ein Zimmer gebucht. Im Moment ist sie aber nicht da. Aha, dann war sie also vor uns da. Okay, sieht so aus, als ob wir hier auch bleiben. Zimmer bitte. Aber gerne. Wir haben in letzter Zeit nicht viele Gäste gehabt. Ich kann Ihnen also einen guten Preis machen. Sie scheinen in Begleitung einer Dame zu sein. Ich werde oben zwei Räume vorbereiten. Danke sehr. Oh, sind Sie nicht die junge Frau, die vor etwa einem halben Jahr mit ihrem Vater hier war? Ja. Ich kann mich noch an diese schreckliche Geschichte erinnern. Der arme Priester. Er ruhe in Frieden. Aber zumindest sind Sie in Sicherheit, junge Frau. Das ist ein Segen Gottes. Sie können jetzt Ihre Räume beziehen, wenn Sie wollen. Geil, erstmal halt umsonst pennen. Was zum... Warum hab ich eine Latte? Warum bin ich hier wieder in... Willkommen zurück, Junge. Hast du dich also wieder für das Leben in der Hölle entschieden? Ho, 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 wie blöde. Du warst gerade dabei, das Paradies zu betreten, wo es keine Leiden oder Schmerzen mehr gibt. Ich sehe, ihr seid immer noch dieselben Plappermäuler. Mir total schnurz, was ihr über mich sagt. Boahaha! Seltsame Sprüche von jemandem, der vor kurzem noch ganz wild aufs Sterben war. Du solltest dem kleinen Mädchen dankbar sein. Blub, 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 blub. Das stimmt. Blub, 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 blub. Sie hat die Last seines Karmas auf sich genommen. Was ist? Zitze. Um deine Seele vor dem Gott des Todes zu retten, dem mit der Volksmaske, hat uns dieses Mädchen ihre Seele angeboten. Was hast du da gesagt? Ho, ho, ho. Wenn die Bösartigkeit ihren Höhepunkt erreicht hat, dann kommen wir und holen die Seele des Mädchens anstelle von Foxface. Ja, hätten wir nämlich halt komplett Rotes Melles in der ersten, also in dem asiatischen Teil gehabt, dann wäre nämlich Foxface halt erschienen und hätte versucht gehabt, uns platt zu machen. Boah, ha, ha. Es gibt kein Entkommen. Egal wohin sie läuft, ihr Leben wird langsam ausbrennen. Selbst wenn sie in deinen Armen liegt. Sei verflucht! Ich werde nicht zulassen, dass sie ihre Hand an sie legt. Denn das darf nur ich! Deine Flüche sind so falsch wie ein 3-Mark-Stück, weißt du? So, entschuldige dich!
blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Willst du uns herausfordern? Sehr interessant. Blub, 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 blub. Egal wie sehr du sie beschützen willst, es wird dir nicht gelingen. Blub, 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 blub. Du kannst nur dabei sitzen und zu sehen, wie dieses kostbare Leben zu Ende geht. Ja, ich habe die Schnauze voll. Soll ich euch meine Wut spüren lassen? Ich nehme es mit euch allen auf. Wir werden gern zusehen, wie du vergeblich versuchst, unseren Zauber loszuwerden. Genug, halt's Maul! Zeit für dich zu gehen, Junge. Die Welt wartet auf dich. Ja, wir dürfen nämlich jetzt halt die Masken verkloppen, wenn wir rotes Melis haben. Was ist, Yuri? Hattest du einen Albtraum? Nein. Keine Sorge, ich habe nur schlecht geträumt. Puh, endlich können wir uns etwas ausruhen. So lange in einem Zug zu sitzen, ist nichts für einen alten Mann. Mein Allerwertester hat ziemlich gelitten. Das tut man immer in Zügen. Alice ist im Zimmer nebenan. Ihr Stimmungswechsel bereiten mir Sorgen. Sie hat ihre Tage. So, wir werden auf jeden Fall abspeichern. Und speichern ist geil. Ich habe gut Kohle, sehe ich auch gerade. Aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye, arrivederci, Blattex FB, meldet sich ab.